Hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zum Fahrmechanik Simulator 2015. In der mittlerweile schon, Moment mal, 18. Folge, die ich nicht getäuscht habe. Und zwar muss ich was erzählen. Ich habe nämlich hier schon die Probefahrt gemacht, eingebaut. Hatte aus Versehen die Folge gelöscht, die vorherige. Das waren 2 Minuten, weil ich unterbrochen wurde, habe die aus Versehen gelöscht. Entsprechend klicke ich jetzt hier auf Reparieren. Also im Endeffekt habe ich nichts gemacht, außer die Probefahrt und die Komponenten letztendlich ersetzt, die wir im letzten Part schon gekauft haben. Ich hoffe entsprechend, dass euch das so dahingehend nicht weiter stört. Ich bin jetzt gespannt, was wir jetzt für einen Auftrag kriegen. Allzu viel ist es ja gar nicht mehr. Also jetzt sind wir jetzt schon bei 58 und vermutlich geht es nur bis 75. So, den Traktor springe ich an. Vermutlich wird es also der Starter sein. Ich gucke jedes Mal wieder auf der falschen Seite. Denn das war, glaube ich, der hier. Ne, Quatsch, das war der hier. Müsste zumindest. Nein? Okay, dann nicht. Nein. Obwohl, könnte auch die Zündkerze sein. Ist das nicht? Es wird so vermutlich die Zündkerze sein. Ja, dann ist es die Zündkerze. Würde ich doch einfach einmal ganz stark behaupten. Und diese dämlichen Schläuche, die regen mich sowas von auf, ey. Habe ja schon mal gesagt, dieses Kamerageschwenke hätte man möglicherweise cleverer lösen können. Aber na gut. Dann wollen wir mal die Zündkerzen soweit überprüfen. In der Hoffnung, dass soweit alle in Ordnung sind. Sieht eigentlich soweit alles in Ordnung aus. Das könnte auch die Batterie sein, die alle ist. Weil das ziemlich unwahrscheinlich ist. Ah, da ist es. Ja, da wäre ich jetzt, um ganz ehrlich zu sein, so schnell nicht drauf gekommen. Variieren? Nein. Entsprechend verkaufen wir das 20 und kaufen mal ein neues Zündkabel. Kabel, da. 180. Immer diese Aufträge, wo wir so gar kein, also was heißt gar kein Geld, aber so wenig Geld für kriegen, lohnt sich irgendwie immer gar nicht. Aber immerhin müssen wir keine Probefahrt machen. Lieber viele solche Aufträge, weil das haben auch schon andere YouTuber vor mir angesprochen, das ist mir auch aufgefallen. Am Anfang war das ein super Spiel, so bis Folge 10. Hat es mir super viel Spaß gemacht. Und dann war es irgendwie letztendlich so, dass diese Spannungskurve, was man so sagen könnte, dass die mir nachgelassen hat, dass es dann einfach so, erst ging es so richtig steil, dann so ein Plop. Weil es kam ja nichts Neues, weder mit der erst zweiten Werkstatt, noch mit der dritten Werkstatt. Und ich denke auch nicht, dass da noch groß etwas kommen wird. Pochen an Reales Mähdreschers. Könnte sein, dass ich kann. Okay, jetzt. Könnte sein, dass es die Radnamen oder sowas sind. Oder irgendwas anderes. Ich hab absolut keine Ahnung. Kann natürlich genauso gut auch vorne sein. Ich habe jetzt aber einfach mal auf hinten spekuliert und anscheinend war die auch gar nicht so schlecht, diese Spekulation. Da müssen wir wahrscheinlich soweit alles tauschen. Ja. Die Stange raus. Und auch was ich auch bei einem anderen YouTuber gesehen habe, und zwar Hallöchen an dich mit Manius, auch wenn du das wahrscheinlich nicht sehen wirst. Schlagschrauber. Das wäre echt eine super Idee gewesen, ein Schlagschrauber. Dass man so einen kaufen könnte, also nicht für einen Tausender. Hier im Spiel. Mit Nix-Erlegungsmodus hier, so. Dass man einfach jetzt gesagt hätte, man kann ihn dann nach und nach immer mal wieder aufrüsten für 150 oder so, um 10% zum Beispiel. Dass man dann insgesamt halt genauso schnell ist am Anfang wie der Schraubenschlüssel. Und dann wird halt immer schneller. Wäre eine Idee gewesen.
Aber wie gesagt, war nur eine Idee, entsprechend, ja, kann ich dazu gerade wenig sagen. Das dürfte soweit gewesen sein. Ja, war es. Okay, entsprechend können wir jetzt die Probefahrt machen. Schön noch der Adler da drauf. Auch wenn der mich nicht davon ablenken kann, dass die Strecken sich ja bekanntlichermaßen auch nicht geändert haben. Was ich auch sehr, sehr schade finde. Also hätte man sich doch, habe ich aber auch schon gesagt, Mühe geben können. Ich werde vermutlich den letzten Part, je nachdem, wie viel noch machen müssen, etwas länger gestalten. Weil eigentlich meine Idee gewesen wäre, so für Part 20 das Ende zu machen. Das werden wir vermutlich nicht schaffen. Entsprechend überlege ich mir halt gerade noch, was wir machen könnten. Halt so ein bisschen als besonderes Ende, könnte man schon fast schon sagen. Nochmal so ein abschließendes Resümee. Vielleicht auch nochmal mit so einer Tabelle oder so am Ende. Das muss ich mir aber, was das angeht, noch überlegen. Da kann ich jetzt gerade wenig zu sagen. Wie gesagt, lass mich nochmal durch den Kopf gehen. Und werde mir das dann entsprechend anschauen. Ja, hier die Probefahrt mit dem Mähdrescher. Es ist halt immer dasselbe. Es ist, weil man hat halt nichts Neues im Spiel. Weil ich hätte sagen können, man hat später noch hier, wie es beim Kamechanik war, dass man so Motor-Tuning machen könnte. Ich glaube, das gibt es beim Mähdrescher nicht. Aber dass wir zum Beispiel den ganzen Motor hätte tauschen müssen. Als eine Einheit. Den Rest wieder reinbauen und alles. Das ist jetzt halt deutlich interessanter gestaltet, weil so ist es wirklich immer dasselbe. Was schade ist, weil das Spiel wirklich noch einiges mehr Potenzial. Da freue ich mich aber, was das angewirkt hat auf den Car-Mechanik und den Truck-Mechanik Simulator 2015. Lass mich dann von denen, was das anbelangt, überraschen und bin ja doch zuversichtlich, dass das nochmal eine ganze Stange interessanter wird als das hier. Zumindest habe ich da die Hoffnung, beziehungsweise habe ich da eigentlich das Vertrauen, weil, so wie ich gehört habe, soll es wohl noch etwas besser werden. Vladek? Ja. Das Chaos vor dir zu. Aha. Es bereit, jede Summe zu zahlen, da es der Traktor seines Großvaters ist. Probefahrt. Hä? Zweimal eine Probefahrt machen mit dem. Na egal. Oder haben wir jetzt doch auf einmal eine neue Teststrecke? Auftrag 60. Das ist jetzt nicht schon der letzte Auftrag, oder? Der ist irgendwie so besonders. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das kann aber nicht der letzte Auftrag sein, weil das andere wurde ab 75 Aufträgen freigeschaltet. Würde keinen Sinn machen, wenn das Spiel jetzt schon hoppala zu Ende wäre. Ich weiß nicht, wie viel es gleich kostet, das Teil zu reparieren. 1730 hatten wir, glaube ich, als Budget. Das müsst ihr gleich nochmal schauen. Ist bereit, jede Summe zu zahlen. 1730, yeah, richtiger Geizkragen. Frage ist natürlich, ob es im Motorraum nur ist oder auch noch irgendwo anders. Kann natürlich auch das Getriebe sein, weiß man nicht. Aber dass ich alles ausschließen kann, baue ich halt erstmal den kompletten Motorraum hier auseinander. Was sich hier anbietet. Ich habe jetzt einfach mal das Vertrauen, dass die Zündkerzen nicht sind, in das raus. Schau, wie viel es kostet und hoffe dann, dass alles soweit erledigt ist. Nein, es kann es nicht sein, weil das total ja, viel zu günstig war. So, im Motorraum wird es vermutlich nicht sein. Entsprechend schaue ich mir jetzt die Räder an. So speziell der Auftrag. Es ist so ungewöhnlich. Es ist komisch irgendwie gerade. Ich weiß auch nicht. Auftrag 60 ist jetzt noch ja, 15 Aufträge. Wir haben jetzt schon, ja, weit über zwei Drittel des Spiels durch. Ja, da ist der Reifen. Das kostet immer ein bisschen mehr, das
Ding auszuwuchten. So, um die 250 haben wir schon. Entsprechend kann ich mich daran vermutlich so ein klein wenig. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Dass die Lichtmaschine auch kaputt ist. Komisch. Das ist mir aber gar nicht aufgefallen. Total blind heute. Fertig. Zum Glück ist es kein Olamedrescher, weil die gehen mir echt ein bisschen auf den Geist, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Weil die einfach, das besteht nur daraus, irgendwelche Riemen auseinanderzunehmen, das geht mir einfach auf die Nerven. So. Das raus. Das raus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel das kostet. Wir kommen aber so langsam schon an das Budget dran. Wir dürfen jetzt etwa etwas unter 1000 sein. Ich habe ja die Befürchtung, dass was am Getriebe sein könnte. Werden wir aber den Innenraum auch nochmal anschauen. Ist ja auch gerne was kaputt, haben wir herausgestellt. Innerhalb dieses Let's Play, was ja nun auch schon 18 Parts geht. Auch wenn das natürlich nicht so wirklich viel ist. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt auf eigentlich, froh will ich nicht sagen. Am Anfang war ich halt ein bisschen traurig, dass es so schnell ging. Aber jetzt einfach so der Punkt erreicht, wo es dadurch keinen Spaß mehr macht, dass es einfach immer dasselbe ist. Und bin jetzt dann auch froh, dass wir das Spiel durchhaben, dass ich dann wieder Platz für andere Spiele auf dem Kanal, weil es ist immer so, da ich ja Schüler bin, ich würde ja gerne viel mehr Videos machen. Das würde vermutlich auch gehen, aber wenn für 2-3 Aufrufe lohnt sich das halt auch meistens einfach nicht. Entsprechend ist das höchste der Gefühle eigentlich immer 2 Videos am Tag. Weil alles andere wird einfach nicht geschaut. Und dafür lohnt sich die Mühe nicht. Nicht, dass ich mit die Mühe nicht machen würde. Aber wenn es sich lohnen würde, wahrscheinlich schon. Sofern ich das zeitlich schaffen würde. Aber es lohnt sich einfach nicht für 2-3 Aufrufe, sich für jedes Video zeitmäßig 2-3 Stunden schon zu opfern. Das ist sagen wir 2 Stunden grob. Das wäre übertrieben. Das wäre nämlich, wenn man das so hochrechnet, wäre es vom Aufnehmen her, sind es für eine Woche, kann man sagen, für ein Projekt 2 Stunden. Bei 7 Folgen in der Woche. Halt ein bisschen mehr als gerechnet, weil man ja immer noch das Spiel startet, lädt. Vielleicht ist mal ein Fail dabei, wo man das sowieso nochmal neu machen muss. Aber schließen wir das einfach mal aus, sagen grob 2 Stunden. Und das ist dann mal 3. Also da kommt da schon auf 6 Stunden Aufnahme. Also ich würde zumindest einfach mal ganz stark behaupten, dass sich das nicht so mega rentiert. Haben wir es jetzt so langsam mal? Nein, immer noch nicht. Langsam ist aber nicht mehr viel Budget übrig. Vielleicht ist es ja auch etwas irgendwas Einfaches. Kann ja sein. Das sieht soweit ganz gut aus. Es könnte natürlich auch so ein Mechanismus sein. Was ich auch total schade finde, es sind immer dieselben Fahrzeuge. Da ist es kaputt. Es ist null Variation da drin. Einfach komplett dasselbe die ganze Zeit. Das war natürlich auch noch deutlich stupider. Wenn man dann teilweise sogar 2-3 Mal einen komplett ähnlichen Traktor kriegt oder teilweise sogar den gleichen 2-3 Mal gekriegt hat, ist nicht unbedingt gerade förderlich, was die Geschichte anbelangt, dass es hier variiert und einem bei der Stange hält, wenn man denn so will. Das machen wir jetzt in der Folge hier noch eben fertig, dass wir dann zur nächsten Folge schon den nächsten Auftrag starten können.
Das dürfte es dann aber jetzt auch gewesen sein. Heißt, wir machen jetzt in diesem Part zusätzlich auch noch die Probefahrt. Dass wir das soweit alles erledigt haben. Dann willst du dich schon ganz gerne fertig machen. Dass wir dann Auftrag 61 haben. 14 Aufträge wären es dann rein theoretisch gesehen noch. Wenn es denn 75 sind. Vielleicht sind es auch mehr. Ich möchte nicht sagen, was ich nicht hoffe. Aber was es unnötig in die Länge ziehen möchte, weil ich möchte natürlich dieses Projekt abschließen. Komplett abschließen. 100%, aber es können nur 75% sein. 75 Aufträge sein. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Hä? Was soll ich denn noch alles tauschen? Ich habe schon kein Budget mehr. Ich kann schon gar nicht mehr großartig was tauschen. Ich glaube, ich bin sogar schon fast drüber. Ich schaue ja gerade darauf zu, dass ich drüber laufe über das Budget. Dass es mehr wird, als ich eigentlich ausgeben wollte. Sprich, wir machen die Probefahrt doch nicht in diesem Part. Wir machen das im nächsten Part. Wird dann vermutlich was am Getriebe sein. Das möchte ich aber reparieren auf jeden Fall in diesem Part. Vielleicht muss auch der Öl schon kontrolliert werden. Kann auch sein. Oh, ey, das ist hier jetzt. Also das ist ein Auftrag. Das zieht enorm in die Länge. Dafür, dass wir keinen großartigen Gewinn rausziehen. Vermutlich werde ich alles auseinandernehmen müssen, was ich nicht hoffe. Ja. Ja, muss ich Öl ablassen. Das geht aber ja noch. Hält sich noch in Grenzen. Kann ich fast. Hallo? Fast nicht meckern. Das ist nur die beschädigte Ölwanne ist. Und sonst nichts. Ich finde es auch witzig, dass er die zur Seite rausschiebt. Durch nach unten. Durch den. Ah doch, macht er doch nach unten. Irgendwas wurde aber mal zur Seite rausgeschoben. Was ein bisschen komisch war. Boah, ey, wir haben jetzt aber richtig drauf gezahlt schon, oder? Mache ich jetzt gerade nur. Also entweder sind wir genau im Budget oder wir haben sogar schon drauf gezahlt. Weiß jetzt natürlich gerade nicht. Wir haben 7182. Muss ich mir merken, dass ich das zu einem späteren Zeitpunkt nach prüfen. Ah, das kann auch kaputt gehen. Aha. Okay, Öl muss rein. So hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste soweit reichen. Hä? Bitte was? Ja, ich bin the best around, habe ich gehört. Aber habe ich nur gehört. Flüchtigkeitsfehler. Wer kennt sie nicht? Wer liebt sie nicht? Gar keiner. So, runter damit. Bestimmt auch schon einen echten Mechaniker passiert. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass dem so ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Müsste reichen. Jo, passt. Klappe zu, Affe tot. Ja.
Also leichter Bug, würde ich einfach mal sagen. Das war's aber auch an dieser Stelle für diesen Part. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Let's Play Fahrmechanik Simulator 2015. Bis dahin, tschüss.